Ein andermal vielleicht. Die Sande der Zeit sind üppig, aber wertvoll. Konzentriert euch. Danke, Champion. Was ohne euch und Gronormo gewesen wäre, will ich mir gar nicht vorstellen. Nostamo? Nostamo! Es ist alles, wie es war. Nicht alles. Meine Sicht ist nicht mehr getrübt und ich kann wieder ohne Zweifel aufatmen. Dank euch fühle ich mich lebendig. Was ist mit Eridikon? Als wir die Ewigen aufhielten, ist Eridikon durch einen leeren Riss entkommen mit Galakrons Essenz. Ein leeren Tor. Seine Machenschaften tragen Früchte. Er überlässt den Krieg offenbar seinem Volk. Für ihn zählt ausschließlich sein Hass auf die Titanen. Nostormo, könnt ihr sehen, wo er hin ist? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich sehe nur noch brennende Glut. Mit Richtung... Wir müssen Merithra warnen. Wenn Fyrak ihre Truppen jetzt anführt, schlägt er zu, wo wir am verwundbarsten sind. Weltenbaum? Ja, so gefährlich er auch ist, wir müssen Eridikon vorerst ausklammern und uns dafür wappnen, was Fyrak und Vyranoth zu entfesseln planen. Die Verteidigung von Amir-Drasil hat gerade Vorrang. Was uns auch erwartet, ihr hattet recht, Gronormu. Die Zukunft ist das Kämpfen wert. Alle Zeiten zu sehen ist mein Schicksal und mein Fluch. Ihr balanciert auf dem Grat des Schicksals.